Man hatte ja in der Miami-Serie, hat doch Tatum diese Text-Message geteilt, die an Kobe geschrieben hat, I got you today. Und dann hieß es die ganze Zeit, in den Finals hätte er LeBron 2011 getextet und hat geschrieben, I got you today. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur letzten Folge Shots Fired in dieser Saison. Heute nochmal zwei Folgen. Bei Björn gibt es eine lange, intensive Debatte zum Thema KD versus Steph. Einer meiner Lieblingsdebatten, kann ich jetzt schon sagen, ist ordentlich zur Sache gegangen. Link dazu in der Beschreibung. Schaut euch die auf jeden Fall an. Und hier wollen wir abschließend auf jeden Fall nochmal über die Finals reden. Was sind unsere Takeaways? Was sind für uns die Storylines, die uns bewegt haben? Wie haben wir Spiel 6 erlebt? Und was erwarten wir jetzt auch von der Offseason und von der kommenden Saison? Stichwort Offseason. Wir werden nicht ganz weg sein über den Sommer. Wir werden zwischendurch immer mal wieder mit Folgen für euch am Start sein. Unter anderem am 14. Juli. Da müsste so die Free-Agency-Periode ungefähr vorbei sein. Das heißt, wir werden da viel zu besprechen haben. Da werden wir uns die Stories rauspicken, die euch am meisten interessieren und werden da auf jeden Fall zwei Folgen machen. Dann haben wir den 11. August geplant. So ein bisschen Preview Eurobasket. Ja, die findet ja in Köln und in Berlin statt. Da wollen wir auf jeden Fall auch ein bisschen was zu machen. Und dann während der Eurobasket haben wir uns überlegt, wollen wir auf jeden Fall auch ab und zu, je nachdem wie es passt, die ein oder andere Shots-Fired-Folge raushauen. Also behaltet die Augen offen, aktiviert die Glocken auf beiden Kanälen, denn wir werden immer mal wieder in der Offseason in eurer Abo-Box erscheinen. Jetzt gehen wir rein. Game 6 war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wir haben ja letzte Woche die Preview gemacht. Womit möchtest du anfangen? Was schwebt dir durch den Kopf? Verschiedenste Sachen. Also, was ich erstmal super spannend finde, und das habe ich auch in unserer Debatte Steph gegen KD so ein bisschen aufgegriffen, die Warriors sind halt mittlerweile echt sowas wie die Bulls eigentlich unserer Generation, weil sie haben in den letzten 8 Jahren 6-mal die Finals erreicht, sie haben 4 davon gewonnen, nicht ganz so stark wie die Bulls, sie haben mit Curry meiner Meinung nach den Spieler, der am nächsten an Michael Jordan dran ist, auch wenn das so ein bisschen vom Gedankengang erstmal schwierig ist nachzuvollziehen, warum Curry, warum nicht LeBron, warum nicht Kobe, aber wenn du überlegst, wie Michael Jordan damals das Spiel verändert hat mit seiner Athletik, mit dem Skillset, das er hatte, was damals einfach niemand auf dem Feld hatte. Und das Gleiche ist heute mit Curry, diese Schwerkraft, über die wir immer sprechen, die er mit sich zieht. Er geht wirklich aufs Feld und kollektiv siehst du die gesamte Defense sagen, holy shit, jetzt müssen wir dem wieder hinterherlaufen. Und er macht seine Mitspieler so viel besser, er bringt seine Gegenspieler zur Verzweiflung und er hat halt dieses Skillset, was niemand, auch nur ansatzweise so hatte in der NBA, dieser Dreier aus dem Pull-Up von überall. Und ja, ich glaube, er ist sowieso die große Story. Also Steph Curry hört man gerade überall bei uns in der Debatte. Für mich war das so ein bisschen einmal das Dynastie-Thema, aber gleichzeitig auch, was Curry eigentlich für ein unglaublich einzigartiges Talent ist. Ja, und ich muss sagen, mich hat die Steph Curry-Storyline auch am meisten bewegt. Ich hätte zwischen 2016, 17, 18 niemals gedacht, dass ich jemals überhaupt mit den Warriors... Stimmt, du warst so ein harter Kerl. Genau, natürlich, als LeBron-Fan. Man hat die Finals so hautnah miterlebt und man hat die Warriors überhaupt nicht gemocht. Und dass ich jetzt mal diese Sympathien entwickeln würde für Steph Curry, das liegt einfach an der Geschichte, dass sie diese schlimmen Jahre hatten mit den ganzen Verletzungen. Das liegt natürlich auch an Sympathien für Klay und die Tatsache, dass sie einfach im Kern zusammengeblieben sind und jetzt diesen Run nochmal hingelegt haben, den viele ihnen nicht mehr zugetraut haben, fand ich wirklich beeindruckt. Und man hat auch an Steph gesehen, was es ihm bedeutet hat. Also da bin ich tatsächlich auch ein bisschen emotional geworden, was mir eigentlich selten passiert. Das war eigentlich nur 2016 nach Spiel 7 der Fall. Aber das hat mich schon bewegt, Steph Currys Reaktion zu sehen, wie viel ihm dieser Titel auch bedeutet hat, obwohl es sein 4. war, weil er auch wusste, jetzt kann mir niemand mehr was erzählen. Aber damit kannst du es ja auch ganz gut vergleichen, 2016, ne? Der Zusammenbruch von LeBron, als der Buzzer von Game 7 soundet und das gleiche jetzt mit Curry halt in Game 6. Das war schon bewegend und er hatte ja auch seinen Dad dann an der Seitenlinie, der runtergekommen war und ihn da umarmt hat. Ja klar, war auf jeden Fall emotional. Aber ich muss dich jetzt trotzdem fragen, weil du sagst, du hast die Warriors damals richtig gehasst und wolltest, also hast gar nicht für sie gefeiert. Hatte ich aber nicht diese Art von Basketball trotzdem immer gekriegt, weil ich fand es irgendwann so schwer, gegen die Warriors zu sein, weil es so Bock gemacht hat. Ich habe es mir auch in der Regular Season gerne angeschaut. Okay. Ja, gerade diese verrückte Phase, als Steph dieses Spiel in OKC hatte mit dem Game Winner. Natürlich hat man das als Basketball-Fan gefeiert und natürlich haben sie wunderbaren Basketball gespielt. Aber je näher es in Richtung Postseason ging, habe ich mir nur gedacht, bitte scheidet irgendwie aus. Bitte Houston, regelt das. Ich habe keinen Bock. Und dann kam Houston mit 0 von 27. Genau, richtig. Also
ja, wirklich tolle Geschichte. Und für Steph natürlich einfach diese verrückte Comeback-Story. Wir haben die Bilder gesehen, wie er mit einem fertigen Klay Thompson auf der Bank saß und ihm gut zugeredet hat, als Klay nicht spielen konnte. Das wird sicherlich viel Impact gehabt haben. Aber eben auch die Tatsache, dass er seinen Finals-MVP hat. Und ja. er kann sagen, was er möchte. Natürlich zählt die Championship an allererster Stelle, aber dieser Finals-MVP hat ihm schon was bedeutet. Weil das ist das, auch wenn es Quatsch ist, dass die Leute ihn deswegen angezweifelt haben, er hätte ihn 2015 eigentlich auch gewinnen müssen, aber trotzdem hat es gefehlt und jetzt kann ihm wirklich niemand mehr was sagen und er hat seinen Platz in der Geschichte jetzt wirklich endgültig zementiert. Und selbst wenn er jetzt nur noch Counting-Stats sammelt die nächsten Jahre und sie keinen Titel mehr gewinnen, darüber reden wir gleich, ob sie vielleicht noch einen oder zwei holen, seine Legacy ist zementiert. Er hat alles erreicht. Das Coole ist, seine Legacy lag fast ein bisschen da wie ein Alley-Oop und er musste nur hochgehen und das Ding stopfen. Weil wenn wir in die Finals gucken, die Celtics waren ab dem dritten Spiel, ab dem vierten Spiel, hast du gemerkt, die Serie ist eigentlich vorbei. Ja, aber, du nicht zustimmen? Doch, aber das war Stephs Verdienst. Weil in Spiel 4 waren die Celtics da. Die waren right there. Aber Steph hat dort zum ersten Mal wirklich in den Finals eine All-Time-Signature-Performance hingelegt. Die 43 On the road. Punkte. Es war ein Must-Win, weil wenn du 3-1 hinten liegst gegen Boston, holst du die Serie nicht mehr. Es war ein Must-Win. 43 on the road. Die Rollenspieler, Wiggins war stark in dem Spiel. Klay hatte, glaube ich, nicht so ein gutes Spiel oder ein solides Spiel, aber er musste diese 43 machen, um dieses Spiel zu gewinnen. Es war ein enges Spiel und da hat die Serie gedreht. Da hat die Serie gedreht und dann hat Boston 3 in Folge verloren. Das ist ihnen nie passiert. Das stimmt. Also ich glaube auch ein Alley-Oop, der dir gegeben wird in den NBA Finals, ist immer schwer zu verwandeln. Ja. Also ich meinte jetzt einfach nur, dass der Titel halt für ihn da lag. Weil ich habe ein bisschen darüber nachgedacht in den letzten paar Tagen, wie viel Glück du trotzdem haben musst. Du kannst noch so gut sein, du kannst so tolle Spieler haben, so tolle Coaches. Du musst auch ein bisschen Glück haben. Weil ich habe mir zum Beispiel angeschaut, der Run, den die Warriors jetzt hatten, bis in die Finals. Wen hatten sie? Sie haben gegen die Nuggets gespielt, die komplett verletzt waren, wo sie leider keine Chance hatten. Gesunde Nuggets wären viel schwieriger gewesen. Dann gehen sie gegen die Grizzlies, die wahnsinnig jung sind, die, wo man irgendwann merkt, die können auch nicht mithalten. Und dann gehen sie gegen die Mavs, die natürlich auch das erste Mal in den Western Conference Finals sind, die davor in 7 Spielen die Suns rausschlagen musste. Man denkt jetzt immer an diese Spiel 7 Performance und denkt, ja okay, da haben die Mavs ja ein leichtes Spiel gehabt, aber die Serie war ja trotzdem hart und trotzdem 7 Spiele. Und dann schlagen die Warriors diese unerfahrenen Mavs und stehen plötzlich in den Finals. Und jetzt stell dir mal vor, nur in einem fiktiven Szenario, die hätten in der ersten Runde gegen gesunde Nuggets spielen müssen. Die hätten in der zweiten Runde gesunde Clippers bekommen und in der dritten Runde gesunde Suns möglicherweise. Das wäre ein ganz anderer Weg gewesen, wenn sie es überhaupt in die Finals geschafft hätten. Also ich will damit überhaupt nicht den Titel schmälern, ne? Verstehe mich nicht falsch. Aber genauso wie die Bucks dieses Jahr zum Beispiel ausgeschieden sind und letztes Jahr aber in die Finals gegangen sind und Champion wurden, es hängt auch so viel damit zusammen, wie die anderen Teams spielen, wer verletzt ist und ob du gerade fit bist oder eben nicht. Bin ich bei dir, aber wenn du zurückblickst, du kannst dir wahrscheinlich jedes Finals-Team rauspicken der letzten Jahre, du findest immer irgendwo auf dem Weg in die absolut, Finals. Absolut. Auch bei den Celtics. Ja. Die Nets waren ein Trümmerhaufen. James Harden weggetradet, Ben Simmons hat nicht gespielt, Kyrie Irving, das Team war nicht eingespielt. Bei den Bucks fehlte Middleton. Wer weiß, ob du die Bucks schlägst mit Chris Middleton. Also das findest du überall. Nee, vollkommen richtig. Ja. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, du musst Glück haben, um den Titel zu gewinnen. Das gilt für jeden, der jemals einen Titel gewonnen hat. Aber nehmen wir die Celtics. Stell dir mal vor, die hätten jetzt nicht diese krassen Serien spielen müssen gegen Milwaukee und gegen die Heat, sondern die wären auf die Nets, die Sixers und die Hawks zum Beispiel getroffen, in welcher Konstellation auch immer. Dann wären sie wahrscheinlich auch viel ausgeruhter in diesen Playoffs gewesen. Also nochmal, nicht um den Titel zu schmälern. Ich sage nur, es gehört auch immer so ein Quäntchen Glück dazu, wie bei jedem anderen Champion eigentlich auch. Absolut, aber wo du schon bei Boston bist, lass uns auf die Celtics schauen, weil die Celtics oder auch Celtics-Fans waren sicherlich sehr enttäuscht und es hatte so ein bisschen Anschein, wir haben den Titel verspielt, aber ich glaube, man muss mal zurückblicken und sich anschauen, was haben die Celtics hier erreicht. Im Januar hatte sie niemand auf dem Schirm. Ich glaube, sie waren 11., 10. im Osten, da war die Frage, erreichen sie vielleicht das Play-In, erreichen sie überhaupt die Playoffs? Und dann wurden sie zum besten Team im Osten und haben die Finals erreicht, waren 2 Siege von der Championship entfernt. Ja. Und es wird viel geredet über Tatum. Und ja, Tatum ist in den Finals hinter seinen Möglichkeiten geblieben. Er hat 22-7-7, 37% aus dem Feld und 36% Dreier. Er hat noch was vor sich, um wirklich ganz oben anzukommen. Aber was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn es lange Zeit immer ein Joke war,
Tatum ist erst 24, ja? Und die Celtics sind immer noch ahead of schedule. Wenn du dir anschaust, was sie gemacht haben, Tatum hat 6 Saisons gespielt in der NBA, ja? Immer Playoffs. Fühlt sich an wie 10. Ja, wirklich. Aber warum? Weil er immer diese deepen Runs hatte. Mhm. Immer Playoffs, 4-mal mindestens Conference Finals, 1-mal Finals. Ja. Guck dir an, was die anderen Stars gemacht haben. Wann haben MJ und LeBron ihre ersten Titel geholt? MJ war 28, LeBron war 27, Nowitzki war 31, selbst Curry war 27 bei seinem ersten Titel. Klar. In der Regel gewinnst du nicht in so jungem Alter eine Championship. Giannis war so ein bisschen... Außer du bist Giannis. Ja, mit 26, erster Titel, das ist so ein bisschen die Ausnahme. Aber wer gewinnt einen Titel mit 24? Das ist schon wirklich, wirklich eine der großen Ausnahmen. Und wenn wir mal bei Jordan und LeBron bleiben, Jordan hat in seiner 5. Saison erstmals die Conference Finals erreicht. LeBron in seiner 4. Tatum hat das als Rookie gemacht. Das heißt, man hat hohe Erwartungen, weil sie schon so früh so viel erreicht haben. Natürlich, wenn du in die Conference Finals gehst, ist der nächste Step Finals, ist der nächste Step NBA Finals oder NBA Championship. Und das ist aber eben nicht so einfach. Und schau dir an, was LeBron 2011 gemacht hat in den Finals. 17-7-7 bei 44% und 32% Dreiern. Also der beste, zweitbeste Spieler aller Zeiten hat mit 26 eine schlechtere Finals-Serie gespielt als du jetzt mit 24. Mhm. Ich glaube, die Celtics haben noch viel vor sich. Sie müssen ein bisschen was machen. Sie haben eine Trade-Exception. Sie müssen ein bisschen was verändern. Sie brauchen noch eine Scoring-Option, definitiv. Die Defense ist da. Aber Celtics-Fans sollten auf jeden Fall positiv in die Zukunft blicken. Ja, es ging ja so ein bisschen der Joke rum. Man hatte ja in der Miami-Serie, hat doch Tatum diese Text-Message geteilt, die an Kobe geschrieben hat, I got you today. Und dann hieß es die ganze Zeit, in den Finals hätte er LeBron 2011 getextet und hat geschrieben, I got you today. Ja. Also, aber du sprichst genau das Richtige an. Egal, ob das ein Kobe 2004 ist, der katastrophale Finals gespielt hat, ob das hier LeBron ist 2011, ob das Magic Johnson ist, der in den Finals den Spitznamen Tragic Johnson irgendwann bekommen hat, weil er so gechoked hat in einer Serie. Und es sind die allerwenigsten, die so jung irgendwelche Titel gewinnen. Es sind nur die Magics und die Larry Birds, glaube ich, die in so einem Alter in etwa dann schon den Titel gewonnen haben. Aber es ist selten. Und du musst dir auch immer angucken, gegen wen spielen diese Leute. Und Tatum hatte jetzt so viele Erfolge, auch so früh in seiner Karriere, weil die Eastern Conference auch lange Zeit Trash war. Jetzt ist die Eastern Conference plötzlich ein richtiges Powerhouse. Jedes Team ist irgendwie ein Competitor. Und da ist es eigentlich gut, dass die Celtics jetzt so viel Erfahrung haben, weil das stärkt sie jetzt für die kommenden Rivalitäten gegen die Bucks, gegen die Heat, gegen die Sixers. Ich habe es mir mal angeguckt. Du hast Tatum mit 24, Jaylen Brown ist 25, Marcus Smart 28, Robert Williams, der überragend gespielt hat, trotz Verletzung, ist 24, Grant Williams 23, Derek White 28, nur Al Horford ist 36. Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Frage, wie du ihn mal ersetzen kannst in Zukunft. Aber abgesehen davon, ich habe das auch in meinem Video gesagt, die Celtics sollten eigentlich richtig stolz sein auf diesen Run jetzt. Weil sie haben jetzt ihre Stripes geearned, wie man so schön sagt auf Englisch. Und jetzt sind sie eigentlich in der Lage, in den kommenden Jahren wirklich weiterhin die Finals zu attackieren. Also ich finde auch nicht, dass man den Celtics hier jetzt irgendwas ankreiden könnte. Und noch zu Tatum vielleicht. So eine Performance kann passieren, wenn du das erste Mal in den Finals bist, wenn du super jung bist und wenn du natürlich diesen ganzen Druck auf dir hast und wenn eure Offense ohne einen vernünftigen Point Guard läuft, muss man ganz klar so sagen. Absolut. Habe ich ja eben auch gesagt, die Celtics haben auf jeden Fall ein bisschen was zu tun in der Offseason, was ich ganz interessant finde. Ich habe mir mal die Wettquoten für die kommende Saison angeschaut. Ist ja immer so ein erster Indikator. Championship Favorites tatsächlich mit der gleichen Quote, die Warriors, die Celtics und die Clippers. Dann gefolgt von den Nets und erst dann von den Bucks, wo ich sagen muss, wenn ich jetzt, vorausgesetzt alle sind gesund, einen Champion picken müsste für die kommende Saison, würde ich wieder mit den Bucks gehen. Oder sagst du jetzt auch, Celtics Warriors könnte ich auch nächstes Jahr in den Finals sehen. Ist natürlich sehr früh und wir haben keine Offseason gesehen, aber einfach mal jetzt so ein erster Eindruck, muss man jetzt mit den Warriors als Contender Nummer 1 in die nächste Saison gehen? Warriors oder Celtics? Was meinst du? Von mir aus beide. Okay, also dann nehmen wir erstmal die Celtics. Du hast das Bucks-Matchup angesprochen. Die Bucks natürlich durch die Championship so ein bisschen der Contender Nummer 1 neben den Celtics. Die Frage ist, was passiert bei den Bucks? Weil die Bucks haben zwei wichtige Free Agents, die Rollenspieler sind, Pat Connaughton und Bobby Portis. Da wird es entscheidend sein zu sein, ob wir die halten können oder nicht. Und das andere Fragezeichen ist halt, ist Chris Middleton wieder 100% gesund? Er gilt in der Regular Season als der Celtics-Killer. Hätte er das jetzt auch in den Playoffs gegen diese Celtics-Defense, die echt nochmal 3 Schritte nach vorne gemacht hat, auch geschafft? Weiß ich nicht. Aber mit Chris Middleton mag ich unsere Chancen auf jeden Fall mehr als ohne ihn. Es ist fast ein Münzwurf für mich. Ganz ehrlich, Giannis wäre der beste Spieler in der Serie. Und
dann würde ich wahrscheinlich auch mit den Bucks gehen, weil ich auch für sie bin. Aber die Celtics, wenn sie nächstes Jahr wieder in den Finals stehen, würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen. Und auf Seiten der Warriors, ich bin gerade nur überrascht von, warum die Clippers? Also ich weiß, die Clippers, wenn sie gesund wären... Weil du wahrscheinlich hier immer davon ausgehst, dass alle gesund sind. Aber wen haben die? Die haben Kawhi, PG. Und was ist dann? Reggie Jackson noch? Isaiah spielt mittlerweile. Ja, aber dieser Supporting Cast hat halt eben sehr gut funktioniert, selbst ohne PG und Kawhi. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was da Einfluss hat. Und wenn du dann PG und Kawhi reinschmeißt, dann musst du mir erstmal ein besseres Duo im Westen zeigen. Das ist wahrscheinlich der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, aber da kann ich ja in der gleichen Stadt bleiben und kann dir AD und LeBron zeigen. Also die sind schon ein besseres Duo als PG und Kawhi. 2020 waren sie das, seitdem warten wir vergeblich drauf. Aber was ich beeindruckend finde, da wir jetzt über die Repeat-Chancen der Warriors reden, wenn du zurückschaust, seit 2014, 15, als dieser Run begonnen hat, habe ich auch in der KD-Debatte bei dir erwähnt, haben sie keine Playoff-Serie im Westen verloren. Mhm. Sie haben nur in den Finals verloren und auch nur einmal, als sie vollständig fit waren. Das war 2016. Denn 2019, wir wissen, KD verletzt, Klay am Ende verletzt. Die haben noch nie in den Western Conference Playoffs verloren, seitdem dieser Run gestartet ist. Da bin ich wirklich mal gespannt, weil der Westen wird härter. Wir hoffen und beten natürlich alle, dass der Westen nächstes Jahr gesund bleibt oder dass alle Teams nächstes Jahr gesund bleiben, weil Injuries dieses Jahr nun mal auch leider wieder ein Riesenfaktor waren, wie du gesagt hast. Aber dieses Team musst du halt erstmal stoppen. Ja, aber du musst natürlich auch quasi die ganze Story erzählen, weil die ganze Story ist, sie haben auch zweimal die Playoffs einfach komplett verpasst. Das ist natürlich so ein bisschen die Jordan-Legacy, dass man das dann immer so unter den Teppich kehrt. Wobei das Saisons waren, die Klay komplett verpasst hat und eine davon hat Steph auch fast komplett verpasst. Ja. Die musst du einfach aus der Wertung rausnehmen. Natürlich, aber andere, da sind wir wieder bei diesem Thema Glück und Verletzungen. Manche Mannschaften sind dann halt nur so verletzt, dass sie trotzdem irgendwie spielen können und scheiden dann aber relativ früh aus. Zum Beispiel die Nuggets. Da würde man jetzt dann irgendwann sagen, ja, aber Jokic hat ja damals in der ersten Runde gegen die Warriors verloren. Hätte er die Playoffs verpasst, würde man gar nicht darüber reden. Also das ist immer so ein bisschen irreführend. Aber ich bin bei dir, dass die Warriors wahrscheinlich auch von ihrem Basketball her, weil wenn wir darüber mal reden, die spielen halt auch einfach richtig. Ja. Weißt du, die lassen den Ball laufen. Es gibt kaum Ego auf dem Feld. Die hatten schon immer, und das wird, glaube ich, auch immer unterschätzt, die hatten schon immer einen sehr hohen Fokus auf die Defense. Auch in dieser Serie jetzt gegen die Celtics, die wurden in den letzten paar Spielen, wurden die so stark in der Defense. Die Celtics haben überhaupt keinen Angriff mehr aufziehen können. Das war ständig Turnover, es wurden ständig Steals provoziert. Ich habe mal nachgeguckt, in den Jahren, wo sie in die Finals gegangen sind, hatten sie mindestens immer eine Top-3-Dreierquote in der NBA. Also ihr Shooting ist halt auch jedes Jahr von einem anderen Stern. Klar, bei dem Backcourt. Und jetzt haben sie noch Jordan Poole dabei und Wiggins trifft auch seine Dreier. Selbst Draymond hat in Game 6 zwei Dreier getroffen. Ja. Also dann konntest du ja nur verlieren. Ich respektiere das wahnsinnig, wie die Warriors ihre Siege eingefahren haben. Die haben nicht, wie zum Beispiel die 2001er Lakers mit Shaq, weißt du, die haben nicht einfach den dominantesten Spieler und der macht 40 Punkte, sondern die haben als Steph Curry, der das Spiel, glaube ich, so aufzieht wie kein anderer Playmaker jemals in der NBA. Und das macht einfach total Bock zu sehen. Ich weiß nicht, hast du dich jetzt schon final geäußert? Glaubst du an einen Repeat oder nicht? Da wollte ich jetzt hin, weil wir haben es auch eben angesprochen, du kannst es natürlich erst bewerten, wenn die Offseason durch ist, weil das ist eine ganz spannende Frage. Wir haben gerade so ein bisschen über die Baustellen der Celtics gesprochen. Übrigens, erschreckender Fact aus Spiel 6, 5 Punkte von der Bank in Boston. Ja, und 4 Punkte im Spiel davor. Genau, also da weiß man, was zu tun ist. Da weiß man auf jeden Fall, was zu tun ist. Aber was ich spannend finde in Golden State, nach Spiel 3, als die Celtics mit 2-1 in Führung gegangen sind, ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast, da gab es schon wieder Artikel und Podcasts, die ich gehört habe, wo gesagt wurde, haben die Warriors einen Fehler gemacht, dass sie nicht doch diesen Trade gemacht haben für einen Miles Turner, für einen guten Big, dass sie nicht doch gesagt haben, wir geben Wiseman und Moody ab und vielleicht noch einen Pick, um wirklich zu sagen, wir wollen dieses Fenster nutzen. Jetzt gewinnen sie die Meisterschaft, ja, es ist ein Coinflip und jetzt sagen alle, die Warriors sind so großartig, die haben alles richtig gemacht. Genau. Sie haben die Young Guns behalten und können jetzt auch in Zukunft eben auch über lange Zeit noch hinweg ein Contender sein. Aber was machst du jetzt als Front Office? Sagst du, ja, wir haben gesehen, es reicht und wir können unsere Young Guys entwickeln und wir glauben an Wiseman und Kuminga und Moody? Oder sagst du, ey, lass uns dieses Fenster jetzt maximieren. Wir haben dieses Jahr schon gesehen, es war tough. Der Westen, wenn er gesund ist, wird tougher, es wird schwerer. Lass uns vielleicht trotzdem ein, zwei Pieces abgeben, um noch einen guten Spieler reinzuholen.
Das ist eine sehr gute Frage. Also Steph hat sich ja jetzt nach dem Titel geäußert und hat gesagt, sein Traum ist es, dass er und Draymond irgendwann so die Alten auf der Bank sind und können zugucken, wie Kuminga Defensive Player of the Year ist, Wiseman All-Star oder MVP-Kandidat. Genau. Und ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das total. Und ich glaube auch, dass die darüber sprechen. Und man muss ja den Warriors schon zugute halten jetzt, dass sie in diesem Run eben, den sie hatten. Sie haben auch irgendwie nie eklige Moves gemacht. Du hast nie mitbekommen, dass ein Trade forciert wurde, dass ein Spieler komplett abgesägt wurde, der da eigentlich sich wohlgefühlt hat. Die haben nie einen Win-Now-Move gemacht, sondern es war immer sehr menschlich auch alles. Und ich glaube deswegen, dass sie da auch bleiben. Und also diesen Luxus, den sie im Moment haben mit Moody, Kuminga, Wiseman, das sind die drei, das ist ja crazy, was das an Talent ist. Jedes entwickelnde Team gerade in der NBA hätte gerne nur eins dieser Pieces. Die Warriors sind Champion geworden und haben die drei einfach mal so auf der Bank nebenbei. Das ist schon unglaublich. Ich glaube nicht, dass die für den Win-Now-Move gehen. Ich glaube, der Move von den Warriors sollte sein, Clay wieder auf alte Bahnen zu bekommen. Und dann haben sie wirklich halt vier legitime All-Stars eigentlich, wenn Poole noch einen Schritt nach vorne macht. Nee, also ich würde gar nichts ändern. Ich würde keinen Win-Now-Move machen, weil du winnst schon now. Ja. Du hast gerade Luxus gesagt, ist ein gutes Stichwort, weil die Luxury-Tax-Bill, wird Rekorde brechen. Ich weiß nicht, ob du die Story oder den Livestream von Wiggins oder Poole gesehen hast aus der Kabine, wo sie beide sagen, we gonna get a bag. Das habe ich gesehen. Ja, Jordan Poole musst du bezahlen, Andrew Wiggins hat seinen Wert auch gesteigert, definitiv. Ja. Du hast schon deine drei Stars, deinen Core, der auch bezahlt wird oder auch bezahlt werden muss. Also da bin ich wirklich gespannt, ob sie da sagen, wir bleiben all in, wir machen dieses Team weiter besser, weil das Team wird nicht 1-1 gleich bleiben. Auch du musst wahrscheinlich noch irgendwo sagen, du willst keinen Stillstand. Nee, als aber Champion, haben sie auch nie. Sie haben immer ein bisschen Roleplayer-Exchange. Genau. Und da bin ich mal gespannt, welche Strategie sie da fahren. Das wird spannend. Deswegen habe ich auch so Bock auf die Offseason. Mhm. Jetzt beginnt halt wieder eine sehr, sehr spannende Phase. Und deswegen ist auch gut, dass wir am 14. Juli zurückkommen und dann mal alles zu besprechen. Und vielleicht sind die Warriors dann ja auch Thema, weil sie einen verrückten Move ausgepackt haben. Möglicherweise. Ich erinnere an KD. Selbst im Jahr nach KD, als sie Cousins geholt haben, das kam ja auch aus dem Nichts. Und damals hatte Cousins ja auch noch ein höheres Standing. Ja. Also sie sind auch immer für einen Move gut und ich bin wirklich gespannt, welche Strategie sie fahren. Kann ich noch eine Sache sagen zu Wiggins, weil du ihn jetzt auch gerade erwähnt hast und ich habe mir das extra aufgeschrieben. Wiggins von 2014 von seinem Draft bis 2021. Ja. Rookie of the Year im ersten Jahr, okay, klar. Nie All-Star, nie All-NBA, einmal in 7 Jahren die Playoffs erreicht, in der ersten Runde raus. Es wurde darüber geredet, was für eine Enttäuschung er ist. Es wurde darüber geredet, was für ein Bust er ist. Jetzt 2022, das erste Mal mit dem gesunden Warriors-Roster zusammen. All-Star, All-Star-Starter sogar, aber selbst ohne den Quatsch mit dem All-Star-Starter, er wäre All-Star gewesen, verdient. Zweitbester Spieler bei einem Champion, Lockdown-Verteidiger, den gegnerischen besten Scorer ausgeschaltet in der Serie und überragend gereboundet. Ja. Was ein Turnaround seiner Karriere. Wer hat das bitte kommen sehen? Ja, also ein Jahr in Golden State ist ein besseres Resümee als all die Jahre zuvor addiert. Das safe. Ist, also freut mich auch riesig für ihn und hat, glaube ich, auch die ganze Basketballwelt gefreut und Riesensympathieträger und wirklich Respekt an ihn, was er da für eine Rolle gespielt hat. Und es hat seinen ganzen Ruf geändert, weil auch durch den Jimmy Butler-Abgang damals aus Minnesota hatte man so ein bisschen im Kopf abgespeichert, die strengen sich gar nicht an, die wollen nicht gerne arbeiten. Wiggins auch einfach seine ganze Karriere immer 19 Punkte im Schnitt, nie irgendwie so ein Breakout. Du dachtest immer, was ist denn mit dem, wieso kommt da nicht mehr? Ja. Vielleicht, es wurde ja drüber diskutiert, vielleicht mag der gar kein Basketball. Vielleicht spielt er das einfach nur so ein bisschen fürs Geld und hat gar nicht wirklich Bock. Und jetzt ist er bei den Warriors, legt so eine Saison hin, legt solche Finals hin, also richtig nice. Und dafür sind die Warriors halt auch bekannt. Ja. Und da sage ich wieder, sie machen halt alles richtig. Die Leute da fühlen sich wohl, die werden richtig entwickelt und dann gewinnen sie auch noch. Also besser kannst du nicht Basketball spielen. Ja, schönes Schlusswort. Hut ab, Andrew Wiggins. Ich glaube, darauf können wir gut enden. Yes. Hat auf jeden Fall nochmal Spaß gemacht, das alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Haut gerne auch nochmal eure Takes, eure Takeaways zu den Finals in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt sagt, das war zwar interessant, aber es war mir ein bisschen zu friedlich, dann schaut bei Björn vorbei, denn da sind wir auf jeden Fall nochmal die Fetzen geflogen heute. Es war auf jeden Fall nochmal eine sehr, sehr schöne Debatte zum Abschluss. Yes. Danke wie immer für eine tolle Saison, für eure Treue. Wie gesagt, bleibt dran, aktiviert die Glocken. Wir werden weiter Content bringen über die Offseason. Haltet die Augen offen. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, heute Abend King of Cologne bei Paul Gudde. Spiel 2 für mich im Viertelfinale. Und dann geht es diese Woche auch weiter mit dir im Halbfinale. Geht schon.
schon weiter. Ja. Also schaut da gerne auch vorbei. Nices Format, was Paul da an den Start gebracht hat. Wir sind raus. Yes, sir. Und sehen uns hoffentlich sehr bald wieder auf beiden Kanälen, Leute. Danke für eure Treue. Haut rein. Ciao.